Im September war der Wahlerfolg der Piraten in Berlin noch ein Überraschungscoup. Jetzt nimmt die Partei Kurs auf die Bundespolitik. 2013 wird gewählt. Dafür wollen sich die Piraten thematisch breiter aufstellen und nicht nur für Internet und Bürgerrechte stehen. Auf einem zweitägigen Bundesparteitag in Offenbach wird deshalb auch über den Euro debattiert und ein bedingungsloses Grundeinkommen gefordert. Bei so viel Diskussionsbedarf wurde es in der Halle eng. Das Piratenschiff hat festgemacht. Station Offenbach. 1200 Piraten haben sich aufgemacht in die Stadthalle. Beim Bundesparteitag darf schließlich jedes Mitglied mit abstimmen. Ich habe das Gefühl, hier kann ich was tun. Hier kann ich selber mich aktiv einmischen. Hier kann ich mit den Leuten zusammen Politik gestalten. Wir wollen, dass die Menschen wieder eine Stimme bekommen, dass sie selbst entscheiden können über ihr Leben, über ihren Lebensraum. Ich glaube zum Beispiel, dass das echt eine Alternative ist für junge Nichtwähler und Nichtwählerinnen, die wir bisher immer hatten. Eine kleine Show zu Beginn und dann eine fast schon staatstragende Rede des 28-jährigen Bundesvorsitzenden Sebastian Merz. So, alle zusammen. Der warnt vor Übermut nach dem Wahlerfolg in Berlin. Dann arbeiten wir einfach Stück für Stück weiter. Da können wir die Politik verändern, da können wir die Welt verändern. Nur was wollen die Piraten eigentlich, abgesehen von mehr Basisdemokratie? Zu vielen Themen, etwa der Euro-Krise, hat man noch gar keine Meinung. Die Piraten haben noch keine Antwort, wie die Euro-Krise behoben werden kann. Es ist möglich, dass wir hier uns auf ein Programm einigen, an dem wir das glauben. Aber ich denke auch, dass andere Parteien hier noch keine Lösung haben. Eine Lösung für soziale Probleme, die erhoffen sich viele Piraten von einem bedingungslosen Grundeinkommen für alle. Nach heftiger Debatte stimmen am Ende 2/3 dafür. Viele Fragen aber werden auch morgen wohl noch offen bleiben. Die Piraten, eine Partei auf Selbstfindungskurs.